Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basics, in der ich ganz kurz auf den Gesetzesvorbehalt und die dafür wesentliche, vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Wesentlichkeitstheorie eingehe. Das Rechtsstaatsprinzip bedeutet zunächst einmal the rule of law, also der Vorrang des Gesetzes. Der Vorrang des Gesetzes sagt, kein Handeln, keine Verwaltungsentscheidung gegen das Gesetz. Verwaltungsentscheidungen, die gegen das Gesetz sind, sind rechtswidrig und sollen deshalb nicht passieren, sind in der Regel auch dann unwirksam. Das machen wir ein andermal. Über diesen Gesetzesvorrang hinaus beinhaltet das Rechtsstaatsprinzip aber auch den Gesetzesvorbehalt. Gesetzesvorbehalt sagt, keine Verwaltung ohne Gesetz. Das heißt, die Verwaltung braucht für ihr Handeln immer, nein, nicht immer, aber grundsätzlich eine gesetzliche Grundlage. Der Gesetzesvorbehalt, meine Damen und Herren, führt natürlich zu einer erheblichen Einschränkung der Möglichkeiten der Verwaltung. Wenn die Verwaltung nicht ohne Gesetz tätig werden darf, dann heißt das, dass in unvorhergesehenen Situationen immer erstmal der Gesetzgeber ran müsste. Und das ist, wie jetzt zum Beispiel auch eine Erfahrung der Pandemie zeigt, schwierig. Also insofern muss es eine Möglichkeit für den Gesetzgeber geben, auch in unvorhergesehenen Situationen möglichst schnell handeln zu können. Wir kriegen das ja auch in aller Regel hin. Für diesen Zweck oder aus diesen Gründen war immer die überwiegende Ansicht, wir brauchen keinen Totalvorbehalt. Es muss auch Bereiche geben, in denen die Verwaltung ohne gesetzliche Grundlage handeln darf. Deshalb gilt der Gesetzesvorbehalt immer und ausnahmslos für Eingriffe in Freiheit und Eigentum. Also immer dann, wenn Sie eine Hoheitsmaßnahme haben, die in den Rechtskreis eines Bürgers konkret eingreift, brauchen Sie eine Ermächtigungsgrundlage dafür. Dann haben wir aber gesehen, dass für den modernen Sozialstaat die Leistungsverwaltung, also die Verwaltung, von der der Bürger etwas bekommt, manchmal viel wichtiger ist als die Eingriffsverwaltung. Und damit der Bürger am sozialen Leben teilnehmen kann, ist die Leistung mindestens genauso wichtig für ihn wie die Eingriffsfreiheit, die Freiheit von Eingriffen. Deshalb war es nicht so richtig nachvollziehbar, dass wir den Gesetzesvorbehalt eigentlich nur für Eingriffe in Freiheit und Eigentum gemacht haben. Und darauf hat das Bundesverfassungsgericht reagiert, und zwar in der Sexualkundeunterrichtsentscheidung. Da hat das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem Schulunterricht gesagt, immer dann, wenn die Verwaltung etwas macht, was für die Grundrechtsausübung der Bürger von wesentlicher Bedeutung ist. Immer dann braucht sie eine gesetzliche Grundlage. Immer dann, wenn es um die Grundrechtsausübung der Bürger geht, soll das Parlament entscheiden. Und das letztlich, meine Damen und Herren, ist die Wesentlichkeitstheorie. Wesentlichkeitstheorie heißt also, Gesetzesvorbehalt gilt für alle wesentlichen Entscheidungen und das sind über Eingriffe in Freiheit und Eigentum hinaus alle Entscheidungen der Verwaltung, die die Grundrechtsausübung der Bürger wesentlich betreffen. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.